Die Einhebung von Studiengebühren, das ist keine Sache, die Universitäten für sich entscheiden können. Dazu braucht es schon genaue gesetzliche Grundlagen. Das hat der Verfassungsgerichtshof heute entschieden. Die Begründung, ein und dasselbe Studium könne nicht an der einen Uni gratis und an der anderen kostenpflichtig sein. Das sei gleichheitswidrig. Studiengebühren, ein ewiges Ping-Pong. 2012 spielte die Politik den Ball den Universitäten zu. 8 von 21 nahmen ihn auf und führten für Langzeitstudenten und Nicht-EU-Bürger Gebühren ein. 363 Euro pro Semester. Eine Regelung, die gerade einmal ein Semester lang hielt. Dann kam ein Gesetz, das das System auf alle Unis ausweitete, samt rückwirkender Reparatur für die erwähnten 8 Unis, die vorgeprescht waren. Doch genau das ist verfassungswidrig, so der VfGH heute. Unis können so etwas nicht autonom entscheiden. Wissenschaftsminister Töchterle nimmt die Entscheidung zur Kenntnis und bietet den Unis an, die Kosten für die Rückzahlung zu ersetzen. Geschätzte 12 Millionen Euro.